auf Sendung, Alter. Ah! So, ready when you are, Alter. Habt ihr ein bisschen Bock? Ja! Oh ja. Ja, tatsächlich hat Amir Rainer Dohn es euch so lange warten lassen. Großer, bist du soweit bereit? Das ist eine Fred Perry-Kappe. Fred Power. Bist du dann auch performance fertig? Münster, seid ihr performance fertig? Yeah. Es ist nicht so, dass ich nicht auch wie ihr dämlich wäre. Doch ich hab Freunde mit akademischer Karriere, die mir am Tresen erklären, was ich sagen sollte zu diesem und jenem. Muslimischem Leben als viel retardierender Idee. Krisen in Jemen, weißen Privilegien, Verlieren des Systems und der Solidarität mit jenen. Ich weiß meist nicht, wovon die eigentlich sprechen, doch verpackt in meinen Texte und schon feier mich zack. Die keine Ahnung haben von Rap, doch mir sagen, es verfällt und uns wird zu niedrige Gasen ein Laden ins IOZ. Fast immer ist da dann das Klopapier. Alle. Egal, wir gehen eh nur aufs Klo, um zu ballern. Dein Lesezimmer findet mich strohdumm und albern. Wulverschuss rum und schreie, mische Stroh rum mit Eiran. Eigne mich nicht als politische Identifikationsfigur. Ich bin nur eine Frohnatur, die einfach gern hier oben tut. Millidancer, Mikrofon, pure Energie. Rangel die Zustände an, aber ändere ich sie. Du hast das wirklich vor, mach dein Praktikum bei Sea Shepherd. Alles was ich weiß, ist die Pille Sea Shepherd. Schmeiß die eh ins Vollweg, benehme mich prollig. Erzähle Leuten, box jeden räudigen Nazi und red mit dem Bull nicht. Und das meine ich auch so, doch spielst du immer und an einige Shows. Heißt das keine Zeit, politisch sinnvoll aktiv zu werden. Darum feier mich meinetwegen für die Party schreibe. Doch belassen wir es dabei, nö, denn seien wir mal eben ehrlich. Der Quatsch hier wird auf keinen Fall auf nur einen Meilenstein bewegen. Das hier ist kein Aktivismus, Rap ist Egoismus. Wenig Party, Dani, viel Disco, Disco. Mehr Tresen als Lesen, mehr Dissen als Diskurs. Was sagst du, Alki, zum Nahostkonflikt? Das hier ist kein Aktivismus, Rap ist Egoismus. Wenig Party, Dani, viel Disco, Disco. Mehr Tresen als Lesen, mehr Dissen als Diskurs. Fuck jetzt nicht, Politik ist eine Sache nicht. Was sagst du, Alki, zum Nahostkonflikt? Aber basic. So, fertig. Ich bin richtig fertig. Ich fahr stundenlang Zug, um live den Einsatz zu verpassen. Und um Rappern Todesurteile mit nur einem Satz zu verpassen. Ich bin nicht in der Verfassung, hier einen Beitrag zu verfassen, der wirklich Sinn hat. Heute reicht es mir, den Alltag zu verlassen. So kiff und baller ich mich fleißig durch Lingen oder Leipzig. Oder wie heißt dieses Kaffee nochmal, Millidance? Was weiß ich? Aber denk nicht, ich erdreiß mich und ich öffne mich hier geistig für euch 30. Glaub mir, was ich denk, versteht man meist nicht. Aber wehe, ich schweig nicht, wenn Adonis ins Mic spricht. Ist ja durchaus in der drin, doch zum Revoluz erreicht's nicht. Den schreib ich, denk ich eigentlich nur, egal, das reimt sich. Und außerdem meine ich, jemand, der sich Admiral Adonis nennt. Ernst zu nehmen, das ist ganz schön peinlich. Also such weiter den politischen Gehalt in der Show. Untersuche jeden Text auf Inhalt und Niveau. Täusch dich nicht, steck noch so viel Gewalt in dem Flow. Denn der Klang der Revolution, der klingt halt eher so. Das hier ist kein Aktivismus, Rap ist Egoismus. Wenig Party, Dani, viel Disco, Disco. Mehr Tresen als Lesen, mehr Dissen als Diskurs. Was sagst du, Alki, zum Nahostkonflikt, aber basic? Das hier ist kein Aktivismus, Rap ist Egoismus. Wenig Party, Dani, viel Disco, Disco. Mehr Tresen als Lesen, mehr Dissen als Diskurs. Fuck jetzt nicht, Politik ist wie eine Sache nicht. Widerstand hat keine Musik, es gibt nur ein paar Monster, die versuchen Widerstände nicht.